Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und zwar, die Pflicht ruft. Da wollen wir noch mal gucken. Aufträge haben wir soweit abgeschlossen. Und dass wir jetzt da einmal Bericht erstatten. Wäre halt noch cool, wenn da eine Schnellreise direkt ins Zentrum reingehen würde. Oder wenigstens das Terminal. Würde ich gerne mal in der Base bauen. Das wäre auch ganz cool. Um nochmal zusätzlich die Aufträge abzusetzen. Aber naja, ich glaube, das wird uns ein klein wenig verwehrt sein. Naja, es soll ja noch große Patch-Updates geben. Mal gucken, was die so beinhalten. So, dann wollen wir gleich mal gucken. Ich finde den... Die Figur finde ich ja irgendwie ganz dufte hier. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe. So, aber... Hey, hallo. Du hast Potenzial, aber ich muss noch mehr von dir sehen. Ah, du bist zurück. Wie war's? Die Mission war ein Erfolg. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. So, dann wollen wir mal mit dem Marshall reden. Statt mitzukommen, werde ich jetzt einfach versuchen, vor dir da zu sein. Krieg ich das hin? Ich verlaub mich ja hier immer irgendwie. So können wir Bedrohungen schneller identifizieren. Kennen wir ja schon. Hier war das. Ja. Man braucht die lange. Die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. John Dow. Marshall? Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Wirkt recht fähig. Und wir könnten die Hilfe brauchen. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Entschuldigung. Okay. Es geht nicht im Sitzen. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Absolut, Marshall. Gut. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Kluge Entscheidung. Ich hoffe nur, dass deine Ranger-Aufgaben deinen Dienst bei der Constellation nicht beeinträchtigen. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Klingt recht simpel. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst, dann brechen wir auf. So, dann wollen wir mal aufbrechen. Ist ja nicht das Problem, jetzt wollen wir mal gucken, das war ja hier drüben gleich. Hier beim Mond. Haben wir nochmal nebenbei durchscannen. Zack, und let's go. Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Okay, wir sind hier. Ja, komm. Wir wollen da landen. Das finde ich manchmal so ein bisschen, ja. Ne, ich hab's ja schon oft genug gesagt. Ne, komm, lass mich landen. Ja. Ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn man ausgebremst wird. Thank you.
aber gehört halt noch dazu. Apropos, wir müssten sowieso bald mal mit den Schmuggeln und Systef und so weiter anfangen, wa? Na gut. Hier drüben! Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Wenn sie vorhaben, wiederzukommen, müssen sie irgendwo in der Nähe sein. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind sie hingegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ach, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen hinken. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, gehen wir uns die Canyons ansehen. Bin dir schon einen Schritt voraus. So. Ab in die Canyons. Schön. Mal was anderes als Aquila City. War hier nicht irgendwas, was ich scannen musste? Nee, ne? Ich weiß aber, dass hier Kreaturen waren, die uns zum Level-Up verhelfen können. Ist es wirklich eine gute Idee, in diese Canyons zu gehen? Der Weg sieht gefährlich aus. Als Kind sei ich ständig auf Erkundung, habe Karten gezeichnet. Was zum Teufel soll das? Oha! Da sind ja richtig dicke Viecher. Na denn? Wer schmeißt denn hier eine Granate? So. So, nehmen wir gleich mit. Gescannt seid ihr eh schon. Na, es ist nur ein Level 1er, alles gut. Das Vieh da oben machen wir mehr Sorgen. Nicht Granaten schmeißen. Nicht Granaten schmeißen. So. Ich wollte gerade sagen, kommt die überhaupt noch hinterher? Da haben wir das nächste Vieh. Hab ja ein Problem. Und nicht buddeln. Und nicht zu nah kommen. Sonst muss ich in die Luft fliegen hier. Überprüf lieber deine Munitionsvorräte. Wir sind nicht das Einzige, was durch diese Canyons streift. Ja. Ah, mit Schleichen macht er gleich viel mehr Aua. Hey! So. Ich mag die Waffe. Waffe ist gut. Auch wenn sie jetzt nicht wirklich sehr stark ist, aber es so passt. So sehen die also von innen aus. Meter kriegen wir hier nochmal ein bisschen. Aber ich bin auf der richtigen Spur, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Nickel. Ja gut, Nickel kann ich mitnehmen. Brauche ich. Na gut, das ist Aluminium. Das brauche ich als einziges nicht.
So. Ich weiß, dass ihr hier... Krabbel-Krabbel-Viech macht. Das Amp kann gut helfen. So, haben wir alle? Ne, einer ist da noch. Würde ich eigentlich mit dir mehr Schaden machen? Bisschen Munition sparen und so. Ein bisschen mehr Schaden machen wir ja. So, was haben wir hier? Nächsten Siedler. Irgendwas, was ich nicht aus der Wand popeln kann. Schade. Wenigstens sind die jetzt hier, die Sonnenblumen, schon mal gescannt. Jetzt klaue ich ja auch noch Splitterminen. So, wir waren hier auf dem... Es ist schön, mal unter freiem Himmel zu sein. Als Mutter bin ich nicht mehr so oft im Feld an... Achtung! Da habe ich nicht ganz aufgepasst. Oha. Das hätte jetzt auch böse hin losgehen können. Aber so richtig böse. Bereit halten. Na gut. Sei lieber gründlich. Was war das? Na, noch so eine Rudeldrohne. Ah, langsam wird's knackig. So. Ah, auch noch ein Hinterhalt hier. Der nützt euch nur nichts. Jetzt kommen sehen. Brauch unbedingt mal langsam auch bald die Tinky-Sachen von den Perks. Ich will noch so viel perken. Was denn jetzt hier rauf? Ich glaube schon, ne? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir laufen hier ein bisschen verkehrt. Nicht denn in die Richtung weiter runter? Ja, das sieht schon richtig aus. Ja, hier wartet weiter runter. Ah, sind noch die Fußspuren. So. Vorsicht. Dieses Nadelöhr eignet sich perfekt für einen Hinterhalt. Ja, jetzt bin ich nur am überlegen, was nehmen wir denn am besten? Eigentlich hier Killerraserei, ne? Ich kann ja nochmal gucken, ob ich noch irgendwas unter Hilfe habe, was mir jetzt noch so ein bisschen was einbringt. Könnte Genmaterial, könnte ich benutzen. Ist ja auch relativ schwer. Heilpaste, nee. Ich habe an und für sich nicht wirklich viel, außer nochmal ein Xenotee, den ich jetzt mir noch reinwerfen könnte. Mal unbedingt gucken, dass ich mir wieder Heilmittel besorge oder so. Nimm aber trotzdem ein Traumapack. Was? Soll das heißen, das Ganze war bloß ein Ablenkungsmanöver für die Ranger? Das kann dir egal sein. Wenn uns die Ranger in die Quere kommen, kriegen sie ihr Fett weg. Mehr musst du nicht wissen. Jetzt hör auf zu jammern. Zurück auf den Posten. Gleich amüsieren wir uns. Guck mal an. Wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Normalerweise würde ich zu diplomatischem Vorgehen raten, um Blutvergießen zu vermeiden. Aber etwas sagt mir, dass das hier nicht klappt.
Ihr werdet mich erst los, wenn ich Antworten kriege. Denkst du echt, du kannst hier Forderungen stellen? Das Einzige, was du von uns kriegst, ist ein frühes Grab. Also, irgendwelche letzten Worte, die ich vergessen kann? Wir können das auch gewaltfrei regeln. Oh, das glaube ich nicht. Feind im Wiesen! So. Nummer 1 haben wir. Ich sehe nichts. Ja, ist auch gut so, dass du nichts siehst. Bist du sicher, dass du das willst? Ah, hab ich noch? Ne, ich hab hier nur noch Amp drin, ne? Großer Fehler! Hättest du aufgeben sollen, als du es konntest? Ja, mach ich nächstes Mal. Aber heute nicht. Will halt nicht so viel Zeug benutzen. Aber der haut mir doch schon ein bisschen was rein. Sag mal, hältst du dich auf? Ist das dein Ernst? Das wird böse für dich enden. Komm nur her! Ja, machen wir gleich. Ich krieg gerade keine Schleichangriffe hin. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Gib doch auf! Die heilen sich ja jetzt hier unentwegt. Jetzt hört doch mal auf hier. Gut, probieren wir mal mit der Tesla. Machen wir erstmal einen nach dem anderen hier weg. So. Warum rennt jetzt der eine da hinten jetzt so weit weg? Warum tust du das? So, lieber schon mal Vorsorge tragen. Okay. Ne? Mach mal so. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Naja. Da vorne aber auch. Ne. Ah, das nehme ich nochmal kurz mit. Verliere mich mal aus den Augen. Neuer Tag, neuer Kill. Na, warte. Ist nichts Persönliches. Ja. Beherrscht er mich nicht mehr? Macht ein bisschen mehr Schaden, wenn wir stealth-mäßig rangehen. Ich werde dich leiden lassen. Na denn, lass mich mal leiden. Jetzt steht sie da mit dem Messer und... Na gut, egal. Scheiße, das war deutlich heftiger als erwartet. Reden wir. Ja, gleich. Jetzt müssen wir erstmal durchlooten. Antipersonen, Varun, Schmelzklinge. Aha. Ballert hier mit einem riesigen Granatenwerfer rum, aber gibt mir eine Schmelzklinge. Mhm. Na gut.
So, dann nehmen wir hier nochmal alles mit. Das nehmen wir auch alles mit. Mal irgendwie das Geld wieder reinkriegen für die Munition. So, was haben wir hier? Gib Bescheid, falls du Hilfe beim Tragen brauchst. Nee, alles. Bis jetzt klappt das alles. Wir tragen das schon. In Ehren. So, haben wir hier noch mehr? Ich glaube nicht, wa? Dürfte es jetzt gewesen sein. Oh, nee, hier hinten. Das sind nur noch Kleinigkeiten. Sind ja nur noch Kleinigkeiten. Gut, aber nehmen wir trotzdem nochmal mit. Müssen wir mal wieder eine Handelsroute machen. Geld ausgeben mal für Munition. Ich muss den ja schon ein bisschen was reindrücken. So, jetzt können wir reden. Alles okay? Ja, alles gut. War nicht meine erste Schießerei. Wirklich? Du führst wohl ein ziemlich aufregendes Leben. Je weniger ich über dich weiß, desto besser. Hm? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Ich sehe mal, was ich finde. Ebenso. So, Lees Job erledigt. Ja. Notizen, Job erledigt. Wir wissen ja, worauf das geht. Das werde ich jetzt nicht normal vorlesen. Emma? Hast du was Interessantes gefunden? Sieh dir das mal an. Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der Hopetech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Gut, dann wollen wir ihr mal Bescheid sagen, dass sie in Sicherheit ist. Aber wir werden, da ich es noch kann, schnell reisen. Hilft halt ab und zu, wenn man schnell reisen kann. Wagner, warte, halt! Was gibt's Neues? Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Du hattest recht, sie waren im Canyon. Leider ist es handgreiflich geworden. Na, da bin ich aber froh, dass ihr unversehrt seid. Die waren entweder verrückt oder verzweifelt, wenn sie sich mit den Freestar-Rangern anlegen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Das wissen wir nicht. Sie haben nicht geredet. Ich weiß also nicht, ob nicht noch mehr kommen. Dann lege ich mir wohl lieber eine Waffe nebens Bett. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Wir machen nur unseren Job. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten. So, ein bisschen Kleingeld. Jetzt bin ich gerade gehopst. Das ist immer so, dieses M drücken und dann aus Versehen auf die Leertaste kommen. Wurstfinger halt. So. Dann wollen wir mal wieder zurück. Und bitte nicht wieder scannen. Wir haben keine Schmuggelware dabei. Bin ich mir ziemlich sicher. Eigentlich sind wir ja noch im selben System. Wäre es in Ordnung, wenn wir beim Waffenhändler Laredo Firearms vorbeischauen? Ja, das wäre in Ordnung. Wir sollen bei Laredo Firearms vorbeischauen? Soll ich ein bisschen Munition holen? Ich habe
gehört, Mr. Wright sieht sich bald nach einem Lehrling um. Robotechnik ist ein. Na denn, gehen wir mal kurz hier hin. Halt dich lieber vom Stretch fern. Da wimmelt's von Kriminellen. Wir mussten mal wieder beim Schießstand Graffiti entfernen. Dann mal tschüss. Warum machen wir ihn nicht einfach dicht? Wird doch sowieso kaum verwendet. Irgendwo muss ich die Prototypen testen. Der Schießstand bleibt. Das Pack aus dem Stretch wird aber weiter rumlungern. Und mehr. Sollen sie. Ein paar Bierflaschen und Spraydosen schulden wir ihnen. Ja, Mrs. Lance. Okay, wir haben dran vorbeigeschaut, aber... Du wirst feststellen, dass wir hier alle möglichen guten Waffen haben. Dann zeig mal her. Hier ist meine aktuelle Auswahl. So, was hatte sie? Sie hatte Head Ranger. Das war schnell. Und Prime mit Elementar. Sonst hatte sie jetzt nicht so die dicke Auswahl, wo ich sage, so, ja, möchte ich haben, sind halt eher normale Waffen. Wenn dann schon mindestens so ein Stern oder zwei oder drei, wären schon cool. Die sind aber auch gebufft ohne Ende. Das heißt, die gehen auch schon in die größeren Sachen über. Gucken wir mal bei Munition. Ja, wir könnten noch mal ein bisschen Munition einholen, aber nicht viel. So viel hat sie jetzt hier gerade nicht. So, kaufe oder verkaufe. Ja, das kriegen wir eher hin. Ist nicht so das Ding. So, verkaufen. Wir haben hier... Komm, ich werde die Deadeye verkaufen, auch wenn es jetzt eine schöne Waffe ist, aber das ist noch nicht das Universum, wo ich bleiben möchte. Die Antiperson-Klinge, ich finde die Varun-Waffen sehen ja sowieso geil aus, ne? Aber ja, Nahkampf, ich habe ja manchmal sogar schon Probleme mit meinen Waffen, also werde ich die auch weiter verkaufen. Vielleicht irgendwann mal, aber so Nahkampf, ich weiß nicht. Oh, halt, halt, da war einmal zu viel. Bitte sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Selbstverständlich. So, das war nämlich einmal zu viel und einmal zu weit. Hier kriegst du nochmal das hier und mehr konnten wir dir hier nicht verkaufen. Wir haben hier aber noch Waffen. Na, 5 Stück kriegen wir da nicht rein. Komm, das erweiterte Magazinkraken, die kann auch nochmal gehen. Eine Maelstrom kann ich dir geben, auch wenn es über dem Wert ist. Passt schon. So. Dann wieder raus. Lauf doch mal, Mädels, ne? Und so. Und dann schauen wir mal. Dass wir jetzt erstmal mit dem Marshall reden, der uns jetzt nach Hauptdeck schicken wird. Ich habe die Schnauze voll von den Besoffenen. Die Schnauze voll von den Besoffenen? Warum? Wieso? Hey, Deputy! Ah, schon wieder falsch. Malochen ist immer noch besser, als unter der Knute zu stehen. Malochen ist besser unter der Knute, okay. Was ist auf Montara Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und das wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Die Wagoner ist in Sicherheit. Das ist das Wichtige. Vorerst ja, aber sie könnte immer noch in Gefahr sein. Deswegen müssen wir mehr Infos sammeln. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Ja, welchen Eindruck. Sie waren tough und gut bewaffnet, vermutlich Söldner. Wenn das stimmt,
muss jemand sie angeheuert haben. Also habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Nur das hier. Okay. Der Dieb hatte offenbar Hilfe von einem Insider bei Hopetech. Das ist nicht gerade viel. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da irgendwas bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit. Aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Unsere beste Spur ist es wohl, den Schiffsdieb zu finden, den die Typen angeheuert hatten. Scheiße. Es ist unsere einzige Spur. Die Hopetech-Fabrik liegt in Hopetown auf Polvo. Nir Kalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hopetech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Das wird kein Problem. Gut, ich kann's wirklich nicht brauchen, dass der Rat mir Ärger macht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt ein bisschen Muni eingekauft, auch wenn es jetzt nicht die richtige Muni ist. Dann gucken wir mal. Einmal zack. Rüber zur Hopetech. Einmal rinspringen. Mayday, Mayday. Hier spricht Freestyle Ranger Nir Kalu. Falls mich jemand hört. Systemausfall. Brauche Hilfe. Ich wiederhole. Ich brauche Hilfe. Du befindest dich im Freestyle Collective Raum. Bitte Scan abwarten. Ja, wir warten den Scan ab. Willkommen in Hopetown. So, und einmal einsteigen. Oh, das war eins zu tief. Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Der Marshall schickt mich. Ich brauche deine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe? Ich würde ja lachen, aber das tut weh. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Wir müssen dich zu einem Arzt schaffen. Bald wirken die Schmerzmittel. Dann ist alles gut. Das Schiff hat Priorität. Ohne Schiff kann ich nicht arbeiten. Flick ist einfach gut genug, dass wir es nach Hopetown schaffen. Der Rest wird da gemacht. Wird gemacht. Danke. Ich bin dir was schuldig. Wir helfen gern. So, dann wollen wir mal helfen. Schiff wieder auf Vordermann bringen. Sollte nicht das Problem sein. Haben wir ja schon mal gemacht. So, reparieren. Konnte ich hier nicht sogar noch... Ja, hier konnte ich einfach was mitnehmen, stimmt. Das war ja hier so. Da ist ja mal vorsichtig, fremde Schiffe und schnell was mitnehmen und zack, hast du was geklaut und nicht gut. So. Nächste. War das nicht? Doch, hier, noch eins. Weiter nach oben. Na?
Danke. So komme ich nach Hause. Um die Gesetzlosen muss man sich trotzdem noch kümmern. Du hast recht. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen, finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Sag mir einfach, wohin sie unterwegs waren. Dann kümmere ich mich darum. Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Viel Glück bei der Jagd. Okidoki. So, können wir hier nochmal ein bisschen was mitnehmen? Danke. Notfallkit. Denn wollen wir mal. Das wird jetzt zwar ein bisschen schwierig, aber schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich muss ja erst abdocken. Erst abdocken, Turtle. Dann dürfen wir weiterfliegen. Nee, halt, mit R war das verbrauchen. Presse ich jetzt gleich auf. So. Ja, unser Sternschiff ist halt nicht so wirklich gut für Kampfhandlungen gedacht. So ein bisschen ärgerlich auf einer Seite. Ich finde es mega sexy. Auch so die Front und alles, gefällt mir alles mega, aber es ist halt wirklich für Kampfhandlungen auf sehr schwer nicht wirklich zu gebrauchen, ne? Schade, schade. So, aber jetzt darf ich doch rüberflitzen. Wobei es hat an und für sich einen guten Fluchtmechanismus mit dem Boosten. Na gut, die sind nur Level 4, die dürfte ich hinkriegen. Na, das ging ein bisschen daneben. So, Nummer 1. Die sind sogar angekratzt, also. Achtung! Feindliche Waffenreparaturen abgeschlossen. Ja, der bleibt aber trotzdem erstmal stehen. So. Wunderbar, haben wir das auch. Jetzt nehmen wir uns natürlich nochmal die Gesetzlosen mit. Ich habe immer Schiss, wenn die jetzt quasi jetzt ein bisschen zu heftig werden vom Level her, dass ich sie überhaupt nicht mehr kaputt kriege. Gut. Das waren denn jetzt die Gesetzlosen. Jetzt können wir schon nach Hopetown. Du befindest dich im Freestar-Raum. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Wir scannen auf Schmuggelware. Okay, das wär's. Willkommen in Hopetown. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir nach Hopetown runterkommen jetzt. Endlich. Ja, wie gesagt, das mit dem Schmuggeln. Ich glaube, wenn wir irgendeinen Begleiter haben, der das dann nicht so nimmt, wenn wir mal Zapzarappa machen. Das wird jetzt bei Sarah, denke ich mal, ein bisschen schwer. Die mag ja fast gar nichts. In der Hinsicht. Dann will ich auch mal wirklich mich der Crimson anschließen und mal wirklich sagen, okay, gut, wir machen jetzt wirklich Piraterie auf höchsten Touren. Wir sollten das heißt, bei der Hopetech-Sternenwerft vorbeischauen. Vielleicht gibt es da ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen? Sieh dich an! So, wir verkaufen natürlich hier. Verkaufen machen wir erstmal aus unserem Repertoire Kleidung. Dann haben wir hier Helme. Kopfgeldjägerhelm. Robust? Nee, komm. Machen wir beide weg. Das ist mein Anzug, den kriegst du nicht. Ansonsten habe ich nur noch ein bisschen Kleinmist an Ressourcen da. Wir haben aber noch ein paar Minen, die ich dir hier vermachen kann.
ein bisschen Kleinmist, was Zeug angeht, was ich jetzt nicht so wirklich brauche. Und nur aufpassen, dass ich die Schiffsteile nicht wieder verkaufe. Aber Kleinvieh macht halt auch Mist. So. Dann haben wir hier auch nochmal Kleidung. Helme. Also für einige kriegst du wirklich nur einen Hungerlohn. Ich drücke mal Q. Q ist aber verkehrt. Haben wir hier noch... Ja, hier Direktive. Nein. Das Buch kannst du noch haben. Noch eine Direktive. Das kannst du auch haben. Haben wir sonst noch was? Sonstiges, doch. Ich habe noch ein bisschen Sonstiges da. Ein bisschen Kleinmist, was nochmal verkauft werden kann. So. Ist ja kaum zu glauben. Schön, dich zu sehen. Ich will keine Beschwerden. Apropos. Ach, wie immer. Aber sie redet nur noch. Wow! Das ist mal ein Schiff. Zeig mir mal dein Angebot. Du findest sicher was, was dir gefällt. Ja, jetzt wollen wir nämlich mal kurz gucken. Bin nämlich auch mal im Überlegen gewesen, einfach mal ein Schiff zu kaufen, anstatt eins selber zu designen. Bloß wenn ich so die Preise gucke, ja, ich glaube, das könnte so ein bisschen schwieriger werden, weil die sind ja meistens, wenn sie C-Klasse haben, sind sie schon relativ teuer. Selbst ein A-Klasse-Schiff oder ein B-Klasse-Schiff haut schon ordentlich rein von den ganzen Kosten. Aber naja, okay. Es gibt aber eigentlich schon geile Dinger. Die sehen manchmal so abgespaced aus. Wo ich mir dann so ein bisschen Anhaltspunkte hole. Nee, aber hast nicht wirklich was Gutes da. Das wäre das Einzige, was sich lohnen würde. Naja, ab und zu mal gucken. Nicht immer, aber ab und zu mal. Nee, war ja, glaube ich, nichts weiter, ne? Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Ich bin Ron Hope einmal begegnet. Ohne idealistisch und auch ein wenig ein... Wurde ich schon wieder von mehreren Seiten zugequatscht hier. Du hast es geschafft. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger gemacht? Kein bisschen. Gut, hat sicher nicht geschadet, dass ich sie schon weichgekocht hatte. Gutes Timing. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshal lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Gehen wir zu Ron Hope. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Komm. Na denn? Gucken wir doch mal. Dum-dum-dum-dum. Ron Hope verkörpert die Redewendung, keine Kosten scheuen. Aber trotzdem. Ron Hope ist nicht nur Gründer und Präsident von Hope Tech, sondern auch Mitglied im Rat der Gouverneure. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also mach ihn nicht wütend. Ich habe viel Zeit investiert, um eine gute Beziehung zu Hope aufzubauen. Er ist manchmal etwas schwierig, aber auch bewundernswert. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. So ziemlich jeder in der Stadt verdient sein Geld nur dank ihm. Das muss ihn gewaltig unter Druck setzen. Was ich sagen will, behandle ihn mit etwas Respekt. Probieren wir. Viel Spaß bei Hauptteck. Bis ganz nach oben. So, klopf, klopf. MacDougall, das kannst du doch bestimmt besser. Ein wenig gute, alte Kreativität. Dann klappt das. Weißt du, wie ich diese Firma aufgebaut habe? Ich habe keinen einzigen unnötigen Credit ausgegeben. Naja, ich könnte Doppelschichten anbieten. Das kostet uns zwar einiges Gehalt, aber ich denke, es lohnt sich. Und was die Teile angeht, das könnten wir outsourcen. Vielleicht ein Vertrag mit Schrottsammlern, aber die Entscheidung muss weiter oben getroffen werden. Red mit Elana wegen der Schrottsammler. Ist keine schlechte Idee, falls wir einen guten Deal kriegen. Keinen fairen Deal, sondern
einen guten, klar? Denkt daran, es zählt nicht nur unser Ertrag. Wir sind auch für das Wohlergehen aller Menschen in der Fabrik verantwortlich. Wir kümmern uns um unsere Leute, Burgett. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung, Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar Ranger. Verdammt schön, dich zu sehen, Nia. Ich glaube, wir sind fertig, Burgett. Ja, Mr. Hope. Das ist der Deputy, von dem ich erzählt habe. Großartig, großartig. Eine noble Berufung, Freestar Ranger zu werden. Wir könnten mehr von euch brauchen. Na denn? Legen wir los, ja? Ja, ja. Zeit ist Geld. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Die Person, die dahinter steckt, kriegt ihre Strafe. Und zwar bald. Gute Einstellung. Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern. Ja, Mr. Hope, auf mich ist Verlass. Schön, dass wir uns verstehen. Ich weiß nicht, warum du diesen elitären Freestar-Snob unterstützt, aber okay. Ich trage deine Entscheidung mit, auch wenn sie mir nicht gefällt. Also, habt ihr wenigstens irgendeine Spur, einen Hinweis? Ich hab jetzt negativ von ihr gekriegt, weil ich höflich war. Oh feia, Sarah, Mensch. Gut, das werde ich jetzt aber nicht revidieren. Das Schiff wurde an eine Gruppe von Männern geliefert, die eine Farm kaufen wollten. Was passiert ist, nachdem das Schiff gestohlen wurde, ist mir egal. Ich will nur dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Ich glaube, wir sind fertig. Gut. Dir muss eines klar sein, Deputy. Diese Stadt ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern, die auf Hope Tech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt. Die Last der Verantwortung für die Arbeiter ist natürlich eine Unannehmlichkeit für dich, Hope. Doch auch der Deputy trägt große Verantwortung. Ich habe großen Respekt vor der Marke und den schwierigen Entscheidungen, die sie mit sich bringt. Das Wichtigste aber ist das Wohlergehen meiner Leute. Was Diskretion angeht, kann ich nichts versprechen. Die oberste Pflicht eines Rangers ist es, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen. Wenn meine Mitarbeiter durch deine Fahrlässigkeit ihre Jobs verlieren, hast du diese Pflicht verraten. Ich hoffe, das ist dir klar, Deputy. Entschuldigung, Mr. Hope, aber es ist dringend. Nicht jetzt, Cosette. Ich bin beschäftigt. Aber wir haben neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Und ich kann mich wieder der Arbeit widmen. Denk daran, was wir besprochen haben. Meine Leute zählen auf dich. Hey, können wir uns kurz unterhalten? Warum bist du denn jetzt beschäftigt?
Weil du es draußen machen willst? Okay. Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Das reicht als Anhaltspunkt schon. Hoffen wir es. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger. Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Jalen Price, alles klar. Er kann dir bestimmt helfen. Also, wir haben beide zu arbeiten. Hat mich gefreut, Deputy. Danke noch einmal für die Hilfe da draußen. Danke, dass du das Meeting organisiert hast. Kein Problem. Viel Glück, Neon, Deputy. So. Next haben wir auch fertig. Dann würde ich sagen, komm, einen kurzen Abstecher nach Neon kriegen wir noch hin. Können wir, glaube ich, noch einmal Blend? Ne, ich würde sagen, wir gehen da noch mal ein bisschen durch und kaufen und verkaufen noch mal. Sind ja auch bald wieder Level up. Hälfte haben wir schon. Also, was heißt bald? Wird wohl wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Viele arme Seelen, die es nicht nach New Atlantis geschafft haben, schuften jetzt in Neons Fischerei. So, aber Blend würde ich auf jeden Fall noch mal kaufen wollen. Die Security hat Saburo Okadi im Blick. Der gefährdet den Status quo. Wenn du weißt, was ich meine. Ist die einzige Anlaufstelle. Le Grand war Blend hier. Ah, Kundschaft. So viel kannst du gar nicht trinken. Nö, weißt du, was ich alles trinken kann? Ah, haben wir noch nicht wieder drinne. Ich müsste dafür einmal ja, resetten. Bis später dann. Können wir uns hier irgendwo hinsetzen? Nee, ne? Dass er resettet. Wir haben nur Forschungslabor hier. Ja. Nein. Wir könnten auch uns zu unserem Waffenliebhaber gehen. Der hat ja eigentlich auch eine Quest nochmal für uns. Aber ich wollte mich jetzt in Neon noch nicht mit den ganzen Questen auseinandersetzen hier. So, Freestar war hier. Mining. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Outfitters. Stroud. Gibt es überhaupt Waffen, die Combatech nicht baut? Hellbank. Wo war denn hier die Waffen? Der Waffenshop. Wäre Benjamin Bayous Ego so brennbar wie Helium 3, könnte er genug Treibstoff für alle Schiffe in den besiedelten Systemen liefern. Ja. Jetzt ist Outfitters. Das ist, na gut, wir können ja hier noch kurz zur Handelsaufsicht. Wenn du was transportieren willst, bist du hier richtig. Kaufst, verkaufst oder verschiebst du? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Ja? Dann erkläre ich dir das gerne. Du bist in der Handelsaufsicht, um Waren zu kaufen, Waren zu verkaufen oder dir freigesetzte Waren zu einem vernünftigen Preis abnehmen zu lassen. Also, statt mich erklären zu lassen, wie das Geschäftsleben funktioniert, sollten wir lieber loslegen. Es ist illegal, gestohlene Ware zu kaufen oder verkaufen. Hey, ich habe nie was von gestohlen gesagt. Das warst du. Hören wir auf mit den Spielchen. Wir wissen beide, was ich meine. Also, wie sieht's aus? Ey, das hat Sarah gefallen. Lass uns handeln. Dein Geld nehme ich immer gern. Naja, und ich guck jetzt mal, was du so Schönes da hast. Waffentechnisch nichts. Im Rucksack auch nicht. Anzüge auch nicht. Munition höchstens. So, die 11er brauchen wir. Wir brauchen die 7er. Die 50 MI nehme ich nochmal mit. Die, war das 43 I oder war das Ultra? Ne, das war im MI. So, die nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir verkaufen tun. Weil sonst kriege ich bald ein Problem. Wir haben hier noch Sonstiges. Das gebe ich dir mal als allererstes. Damit ich wieder ein bisschen leerer werde. Waffen, Anzüge. Macht mich denn momentan so schwer? Das Alien-G-Material bestimmt. Unter anderem. Ich muss hier. Ah, siehst du, Red Ale haben wir hier noch.
Pale Ale. Mit die Heilpaste. Würzige Würmer. Dunkle Lager. Die Flasche brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Na gut. Irgendwann macht mich da noch ein bisschen größer und schwerer. So, verkaufe ich dir hier schon mal 5 Waffen. Nochmal 5. Na komm, den Cutter kann ich ja eigentlich auch verkaufen aus. Alles gut. So, Waffen haben wir verkauft. Dann gibt es hier nochmal Anzüge oben drauf. Und dann gibt es nochmal Rucksäcke oben drauf. Den würde ich halt, wie gesagt, noch gerne behalten. Da weiß ich immer nicht so. Den Helm gibt es noch oben drauf. Und ansonsten habe ich jetzt hier nur noch ein bisschen was Sonstiges. Denn ist Ende im Gelände. Bisschen gegen Munition eingetauscht. Wenn du noch was findest, bring es mir. Ja, dann werde ich dir das gern vorbeibringen. So. Irgendwie zeige ich dir mir immer die Verkehrten an. Ah, hier ist er. Ah, siehst du, bin dran vorbeigelaufen. Wenn du etwas kaufen willst, sieh dich ruhig um. Aber ich behalte dich im Auge. Nur, dass das klar ist. Ich will keinen Ärger. Gut. Dann kauf ein, was du brauchst. Und dann geh wieder. Wenn dir das nicht passt, rede mit Styx. Er leitet unsere Beschwerdeabteilung. Ich mach dir keinen Ärger, ich will nur ein paar Credits ausgeben. Schon besser. Weißt du, ich bin's unendlich leid, dass die Leute Styx behandeln wie so eine Attraktion in einer Freakshow. Ich meine, guck dir die Graffitis auf seinem Chassis an. Wenn ich den Pisser finde, der das war, lasse ich ihn sowas von die Reinigung bezahlen. Wenn du möchtest, könnte ich diese Person suchen, die Styx verunstaltet hat. Ehrlich? Okay. Hab dich wohl falsch eingeschätzt. Muss vorsichtig sein. So einen Angriff kann ich nicht einfach ungeahndet lassen. Schön, dass du Styx nicht nur als Gegenstand ansiehst. Der Mistkerl, der das meinem Kumpel angetan hat, nennt sich Warlord. Du findest ihn wahrscheinlich in Euphorica. Jagt dem Pisser Angst ein. Dann wissen alle Freaks in Abside, dass man sich mit mir und Styx nicht anlegt. Okay, gut. Sprich oder töte. Ja, das werden wir noch machen, aber nicht jetzt. Lass mich mal dein Angebot sehen. Wenn du die Credits hast, habe ich, was du brauchst. So, weil ich würde gerne gucken. Siehst du, der hatte nämlich einen Butzcut. Ist aber auch nur 24. Hat halt auch nur 24. Schade. Boom Boom war explosiv. Ist halt Schrotflinte. Aber für Schrotflinte bin ich halt noch nicht wirklich stark genug. Ich könnte sonst jetzt nochmal Munition bei dir einholen. Ja komm, machen wir mal. Bevor mir jetzt irgendwann die Munition ausgeht, wäre das nicht so cool. Auch wenn ich jetzt das nicht wirklich wieder rauskaufen kann. Die MI nehmen wir nochmal mit. Kaliber 27 können wir nochmal mitnehmen. Ich vergesse sie das mal. Ich glaube, das waren immer die MIs. Aber das dürfte so passen. So, und nochmal ein paar Laser dazu. Dankeschön. Weißt du, Styx, die Kriminalität wird immer schlimmer. Vandalen. Diebe, Gangs. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mit dir Frage reden. Leider nicht. Klar. Bitte neu formulieren. Vielen Dank für das Gespräch. Ich kann ein freundliches Ohr brauchen. Ich habe eine Nachricht der Constellation erhalten, die mich sehr ins Grübeln bringt. Wenn es ein Notfall ist, können wir sofort hin. Nein, nein, das ist es nicht. Es sind nur ein paar Anfragen zu Dingen, die ich normalerweise regle, wenn ich dort bin. Aber ich bin hier draußen mit dir.
Du hast das Gefühl, dass du deine Pflichten vernachlässigst. So in etwa. Es ist schwer zu erklären. Bevor ich zur Constellation gekommen bin, war ich 8 Jahre lang Leiterin des Navigator Corps, bis die UC die Division dicht gemacht haben. Acht Jahre ist ordentlich lang für ein Regierungsprogramm. Wenn wir nennenswerte Erfolge gehabt hätten, würde ich dir zustimmen. Sie wollten spektakuläre Entdeckungen, um das Budget zu rechtfertigen. Und nach dem Krieg war das Geld knapp. Es war also klar, sie machen uns dicht. Ich habe die Division geleitet, also hat man natürlich mir die alleinige Schuld gegeben. Du hast gegen unmögliche Widrigkeiten gekämpft. Ja? Du hast mir mal gesagt, dass dir der Weg wichtiger ist als das Ziel. Vielleicht verstehst du also, was ich sagen will. Ich bin gescheitert, weil mir die Erkundung der Sterne wichtiger war als Papierkram. Ich war zu wenig vorausschauend, zu passiv. Und am Ende wurde die Division stillgelegt. Unsinn, niemand hätte so sehr auf den Fortbestand der Division gedrängt wie du. Tja, das ist es ja gerade. Habe ich zu sehr gedrängt? Haben sie uns aufgelöst, weil ich nicht still am Schreibtisch saß und brav Zettel gestempelt habe? Keine Ahnung. Wenigstens die Constellation ist ein riesiger Erfolg. Tja. Und das bringt uns jetzt zu dieser Nachricht, nicht wahr? Nenn es, wie du willst. Mein Antrieb, meine Initiative, mein Optimismus waren meine größte Stärke und mein schlimmster Albtraum. Sie bringen mir immer wieder Machtpositionen ein. Dabei will ich eigentlich das All erkunden und nicht am Schreibtisch Buchhaltung machen. Vielleicht solltest du als Vorsitzende zurücktreten und einfach entdecken. Du hast keine Ahnung, wie verlockend das klingt. Aber wenn ich einfach alles aufgebe, wofür ich so geschuftet habe, habe ich wieder ein Jahrzehnt meines Lebens vergeudet. Das kann ich nicht tun. Keine Sorge, Sarah. Wir finden schon eine Lösung. Zusammen. Oh Gott, es tut mir so leid. Du willst mir helfen und ich brülle dich an. Weißt du, nachdem Aja in Rente war, hat sich niemand mehr einen Dreck um mich geschert. Ich werde immer für dich da sein, Sarah. Hör mal, du hast offensichtlich Gefühle für mich. Aber ich hatte noch nie in meinem Leben Zeit für so etwas. Bitte, es liegt nicht an dir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so eine Nähe. Nicht jetzt. Aber danke, dass du mir zugehört hast. Das hat wirklich geholfen. Hab ja aber einen dicken Korb kassiert. Gut, aber bevor wir weitermachen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.